Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge sind wir mit den Ladies in die Stadt gefahren und da vorne gibt es gerade ein bisschen Trouble. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Uncle! Look after her! Mann, es sieht schon wieder so hübsch hier aus. Can I help you, sir? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Okay. Na dann. No trouble now, please. Können wir eigentlich auch in die anderen Zimmer rein? Zu gut. Er war halt gerade einfach am Kacken. Ich will erstmal in die anderen Zimmer auch reingucken. Okay. Mehr gibt's hier anscheinend nicht. Kannst du ihm eventuell auf die Nase hauen? What the hell are you doing here? Trying to play him? Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. Bank. Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. I hope everything's okay up there. Ich hoffe doch. After you. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Genau, wir werden uns jetzt nur nett unterhalten. Just borrowing it. You stay away from me. Get back here right now. Why me? Holy shit. I don't want no trouble. Are you crazy? Ja. Telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. Please. My hands are slipping. Sorry.
Du hast deine Ehre verloren, tu weiter nichts Böses um Unerhalt. Okay. Yep. An sich ja, aber irgendwie fand ich das gerade richtig. So. Denn der Typ, ich glaube nicht, dass der jetzt einfach die Klappe gehalten hätte. Um Ehre zu erhalten. Ja gut, dann machen wir das besser. Moment, ich schaue einmal kurz auf die Karte. Ich habe keine Ahnung, wer der rechtmäßige Besitzer ist. Oh shit. Okay. Ja, aus dem Weg. Ups. das war. Das war ein Versehen. Hier hast du es wieder. Okay. Ich renne mal eben schnell weg. So, das sollte ja relativ schnell wieder abklingen. Solange können wir ein schönes Thumbnail machen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber egal. Am Ende werde ich es halt eh nicht nehmen. So. Ich weiß nicht, ob wir den Besitzer davon nochmal wiederfinden. Okay. Ich schaue einmal kurz auf die Karte. Hier gibt es dieses Fragezeichen. Können wir das hier wohl noch anbinden? Ja, nicht, ne? Jetzt sind wir nachts in der City. Spannend. Das war gar nicht der Plan. Wieso passiert immer mir so ein Mist? Wir hauen mal besser schnell ab. Ja, das lief jetzt alles nicht ganz so wie geplant. Aber ich will jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt keine neue Mission mehr anfangen, weil das wird ja jetzt eh die letzte Folge, die ich aufnehme. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein Pferd, ist doch auch schön. So, ich schaue einmal kurz auf die Karte. Wo gibt es jetzt noch Missionen? Eigentlich im Moment nirgendwo. Das hier ist doch unser Camp, oder? Müsste es auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist auch so. Shit. Moment, da unten ist irgendwas los. Die sind gut für meine Ehre, das verstehe ich irgendwie nicht. So. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg zurück ins Lager und schauen einfach mal, da gibt es auch anscheinend wieder eine Mission. Die war wohl nur nicht verfügbar, während ich gesucht wurde oder so. Was ich aber schon mal machen kann, ich kann ja jetzt schon mal speichern, denn so viel wird jetzt nicht mehr passieren. War eine echt kurze Folge bisher. Ich nehme mal einen neuen Speicherplatz. So.
Gut, wir sind mittlerweile bei 15,8%. Mensch, wir sind ja richtig weit. So. Boah, erstmal voll Dings. Wie heißt das nochmal? Schluck auf, genau. Ich weiß nicht mal warum. Aber das Mikrofon ist einfach so fucking hellhörig. Also ohne Witz, mir ist das auch bei den Aufnahmen bisher aufgefallen, dass es manchmal einfach so ist, dass man sogar irgendwie halbwegs hört, wenn ich atme oder so. Richtig strange. Da war das alte Mikrofon, was das angeht, irgendwie ein bisschen nicer. Dem war es einfach so komplett egal. Ich glaube, wir binden das doch mal besser an. Geht das hier? Irgendwie nicht. Hier vielleicht? So, jetzt hat's geklappt. Jetzt haben wir ein Pferd mehr. Nice. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wo mein Pferd ist. Ich meine, wo Cindy ist. Temporäres Pferd, perfekt. Moment, was wird mir hier alles eigentlich noch angezeigt? Dein Pferd. Temporäres Pferd, super strange. Okay, wir gehen jetzt noch nicht zur Mission. Die ist irgendwie direkt bei meinem Platz, wo ich eigentlich was anschauen wollte. Das bedeutet, weil ich die Folge noch ein kleines bisschen länger machen will, als sie jetzt lang ist. Ihr wisst, was ich meine. Schauen wir uns jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen um. So, wir schauen einmal ins Kontrollbuch. So, Wagen verbessert, WTF. Okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit Medizin und mit Essen und so machen. Das ist relativ wichtig. Das steht dann als nächstes an, würde ich sagen. Ein Hühnerstall. Und dann gibt es noch Lederbearbeitungswerkzeug. Nice. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Wir können ja wieder ein bisschen was spenden. Einfach der gute Laune wegen. Geld, ja. Nicht so viel. Wir machen mal so 10, oder? Wir müssen halt echt wieder ein paar Leute mehr, ja, ein paar Leute mehr ausnehmen, wenn wir sie umgebracht haben, genau. Das wollte ich sagen. Pokern möchte ich jetzt nicht. Was gibt's hier noch so? Verbesserung. WTF? Das möchte ich gar nicht. Der Tisch ist ganz nice, aber das war's dann auch. Warum? Wir schauen mal, was es so bei Taschen gibt. Aber die sind eh alle gesperrt. Das kriege ich wohl noch nicht. Gut. Ja, dann war die Folge jetzt halt echt ein kleines bisschen kürzer. Wir müssen die erstmal alle wach machen. Gute Nacht. Er kann jetzt nochmal was essen. Mal gucken, ob es ihm dieses Mal besser schmeckt. Beim letzten Mal fand er es ja nicht so nice. Genau, oder sowas. Was singt der denn da bitte? Ja, komm mir bloß nicht mit Alkohol her. Was machst du denn die ganze Zeit? So.
Okay, gut, dann würde ich sagen, an der Stelle setzen wir mal einen Cut. Mit der neuen Mission fangen wir dann in der nächsten Folge an. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!